king stands alone. Not alone. Go hit him! Hallo zusammen, willkommen zurück bei Gamer Campus. Ihr habt inzwischen sicherlich mitbekommen, dass auch Sony sich in den Kampf geschmissen hat, was Studioaufkäufe angeht. Und was Sony und Bungie gemeinsam in Zukunft alles so anstellen können und was das so alles bedeutet, das wollen wir euch heute erzählen. Lasst uns starten. Inzwischen habt ihr ja schon mitbekommen, dass Microsoft im Januar die Bombe platzen ließ und den Kauf von Activision Blizzard bekannt gab. Und das nur ein Jahr nach dem Erwerb von Bethesda. Wir wollen da jetzt erstmal nicht genauer drauf eingehen, immerhin gibt es dazu ein separates Video auf dem Kanal, das ihr gerne ebenfalls anschauen dürft. Mit der steigenden Popularität des Game Pass und dem zugegeben erstklassigen Service fragen wir uns schon länger, wann Sony darauf reagiert und in welcher Form. Nur wenige Tage nach der dicken Microsoft News kommt also zumindest eine kleine Antwort von Sony. Der japanische Konzern ergattert sich Bungie. Das Studio hinter Destiny und ironischerweise Erfinder von Halo wechselt damit das Lager final zur PlayStation. Auch wenn dieser Deal nicht die Dimensionen erreicht, die ein Bethesda oder Activision Blizzard Kauf nach sich zieht, verrät es einiges zu Sonys Zukunftsplänen, sowohl mit Bungie, aber auch insgesamt. Was Bungie angeht, so will das Studio weiterhin Cross-Plattform entwickeln. Zukünftiger Destiny-Content wird also nicht PlayStation-exklusiv, mit Ausnahme wahrscheinlich von früherem Zugang oder kleineren, vor allem kosmetischen Inhaltspaketen. Aber Sony hat Bungie nicht wegen Destiny gekauft. Wie der Konzern nämlich kürzlich in einer Konferenz von sich gab, möchte man mehr Live-Service-Games auf die PlayStation bringen. Bisher sind gerade die exzellenten Singleplayer-Spiele wie beispielsweise God of War exklusiv auf der PlayStation zu finden. Bis zum Jahr 2026 sollen insgesamt 10 Live-Service-Spiele das Portfolio erweitern. Aber kein Grund zur Sorge, auf die daraufhin ausbrechende Panik hat Sony schon geantwortet. Man möchte die Erweiterung zu Live-Service-Games nicht auf Kosten der Singleplayer-Spiele ausüben, die wird es also weiterhin geben. Aber tatsächlich war das Grund für den Kauf von Bungie. Die haben mit Destiny 2 schon ein erfolgreiches Spiel in diesem Genre entwickelt und ihre Erfahrung soll konzernweit für diese 10 neuen Spiele auch genutzt werden. Zum Beispiel könnte Bungie damit Naughty Dog unterstützen, die derzeit an einem Open-World-Live-Service-Game arbeiten, welches Gerüchten zufolge im The Last of Us-Universum spielen soll. Wir sehen hier also einen massiven Shift in der Ideologie von Sony. Zur Einführung der PlayStation 5 sagten die noch aus, dass sie weiterhin exklusive Spiele behalten möchten, weil die PlayStation 5 als Konsole eine neue Generation darstellen soll, die eben auch exklusive Spiele beinhaltet. Diese tatsächlich altbackene Ansicht wurde verworfen. Bungie entwickelt weiter Cross-Plattform, Crossplay ist problemlos mit PlayStation-Gamern möglich, PlayStation-exklusive Spiele kommen jetzt auch auf dem PC und Horizon Forbidden West erscheint sowohl auf der PS5 als auch auf der PS4. Das ist aber noch nicht alles. Tatsächlich gibt es nämlich auch schon länger Gerüchte um eine Antwort Sonys zum Game Pass. Der Game Pass ist ein klasse Angebot, weshalb wir uns ziemlich sicher sind, dass Sony auch hier bald schon einen Service anbieten möchte. Sony hat sogar eine Möglichkeit, sich sehr stark zu platzieren, denn im Gegensatz zu Microsoft besitzt der japanische Gigant auch noch Filmfranchises und Studios. Um sich also vom Game Pass abzuheben, könnte ein PlayStation Game Service auch Filme anbieten. Auch dazu haben wir bereits ein Video verfasst, allerdings haben sich seitdem auch noch ein paar Dinge verändert. Zunächst mal bestätigen erste Berichte von Analysten, dass Sony ihren Game Pass vorbereitet. Allerdings gibt es auch was Handfesteres. So wurden Retailer beispielsweise aufgefordert, die PS Now-Karten langsam aus dem Ladenregal zu nehmen, was ein sehr starkes Indiz für eine neue Richtung ist. Zwar hat PlayStation-Chef Jim Ryan mal gesagt, sie würden First-Party-Spiele nie in ein Abo-Modell packen, weil sich das nicht rechne, aber vielleicht hat sich auch hier die Denkweise geändert. Wäre ja nicht das erste Mal. Letztlich sind die Entwicklungen hier durchaus positiv zu betrachten. Ob es der Kauf von Activision Blizzard durch Microsoft ist oder Sonys Überlegungen in mehr konsumerfreundliche Services, wir Gamer werden letztlich davon profitieren und das ist eine schöne Sache. Das war's aber auch schon wieder von uns. Schreibt in die Kommentare, was ihr zu der ganzen Geschichte denkt und was ihr von dieser neuen Version der Console Wars eigentlich so haltet. Falls ihr mehr Content sucht, schaut auf gamercampus.de vorbei, besucht unsere Social Media Kanäle oder hey, schreibt mir einfach direkt. Damit bleibt eigentlich nur noch eins. Danke fürs Zuschauen, macht es gut und bis zum nächsten Mal.